Ich grüße euch Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe mit WWE Champions. Leute, erstmal noch Entschuldigung für die, die halt drauf gewartet haben. Grinding-Ausgabe hat dieses Wochenende aus verschiedensten Gründen leider nicht stattgefunden. Ich war da wirklich extrem, ja, beschäftigt gewesen, privater Natur, und das hat dieses Wochenende einfach nicht geklappt. Aber trotz alledem wollen wir uns natürlich dieses Wochenende die Zeit nehmen, um in das aktuelle June Bloom Event mal reinzugucken. Wir haben ein neues Event hier oben. Also was heißt neues Event? Wenn ihr das Video seht, dann ist das schon ein bisschen älter. Nämlich das June Bloom Event. Hier können wir halt auf, verschiedenste Weise können wir uns hier ein bisschen ein paar Meilensteine holen. Wir können uns die Loot Coins holen. Ist natürlich mit Pinke Pinke verbunden. Ich gebe es ehrlich zu, ich habe eine 10er-Ziehung gemacht. Habe da was richtig Geiles draus gezogen. Das werde ich euch gleich mal zeigen. Hat 300 Punkte gebracht und dann natürlich Einflusspunkte sammeln. Einflusspunkte sammeln hat man halt die Möglichkeit, das über die Tour zu machen, über den Gauntlet-Blitz. Da kannst du das halt machen. Ich glaube, bei dem Höllen-Gauntlet-Blitz kannst du 450 machen. Also, da kommt schon ein bisschen was bei rum. Aber die hohen Meilensteine sind auch für mich nicht erreichbar. Also, man müsste da echt ein bisschen viel Geld in die Hand nehmen. Und da habe ich jetzt persönlich auch nicht so die Lust drauf. Aber, was ziemlich cool ist, diese Price-Wall-Shop, Methodik, Taktik, wie man es auch nennen mag, finde ich wirklich mega genial. Wir haben hier jetzt auch für das June Bloom Event so ein Price Wall Shop. Und wenn wir mal hier unten hingehen, 100 bis 400 von diesen Einflusspunkten, Decision Points, da kannst du dir für 400 kannst du dir einen Rikishi holen. Auf 3 Sterne Bronze. Richtig cool, Rikishi ist ein Coach, der gelbe MPs, also wenn du gelbe zerstörst, der die MPs dann erhöht. Richtig cool, allerdings hat er diese Coach-Eigenschaft doch erst ab einem Talentwert von 9000. Sprich, man muss ihn, ja, tatsächlich erstmal auf 4 Sterne Bronze bringen. Richtig krasse Nummer. Ich habe trotzdem vor, mir den Guten zu holen. Es ist einfach ein neuer Superstar. Habe auch kurz überlegt, mir eventuell dann doch eher diese Team Extreme Saves zu holen. Aber neue Superstars braucht das Land. Wenn man mal guckt, hier ist geiler Schüssel drin. Leute, hier ist eine Charlotte drin. Hier ist ein Akim drin. Der natürlich der gelbe MP-Trainer ist, der mir schon ewig fehlt. Aber diese, ja, so viele, wie heißen die jetzt eigentlich? Das ist eh das Einflusspunkte und das ist, na, das sind Decision Points, okay. So viele sammeln, meine Katze ist voll am Ausrasten gerade. Peppi, ist gut. Da 700 wäre richtig geil. Ich würde mir auch lieben gern Akim holen, aber das wird halt einfach nichts, ne? Das wird einfach viel, viel zu teuer, ne? Da braucht man gar nicht drum herum reden. Und das mache ich auch nicht. Man muss es wirklich so sehen. Es ist wirklich erspielbar gewesen. Also ich habe jetzt hier so auch bei diesem June Bloom Event die Touren halt so gespielt, wie es halt möglich war. Auf normal und schwer lief das eigentlich auch, ja, ging alles ziemlich gut von der Hand. Auf Hölle hat man dann halt doch das Problem, wie jetzt hier zum Beispiel, obwohl das will ich noch ein bisschen probieren, mir diese 70 Taschen hier vielleicht zu holen. Muss man mal gucken, das kann ich mit meinem Bugatti hier machen, da brauchtest du WCW Alliance eh. Ja, mit Bugatti wäre das möglich. Ja, hier unten wird es dann halt für mich dann auch ein bisschen ekelhaft, weil ich glaube, wen hat man hier gebraucht? Von der Authority, Triple H wäre da bei mir interessant, aber halt jetzt dann doch nicht so stark wie hier gefordert. Und hier, ja, den Kampf habe ich schon versucht mit Andre, nicht geschafft. Ich werde ihn aber trotzdem nochmal in Angriff nehmen und mir diese 20.000 Diamanten da halt auch holen. Ja, und hier Diamond Exchange, wenn man natürlich einen Kevin Nash hat oder einen Diamond Dallas Page, der entsprechend den Talentwert des Gegners entspricht, kann man hier ordentlich was reißen. Aber Leute, ich reg mich darüber nicht auf. Ich konnte sehr viel spielen bei dieser June Bloom Tour. Mir extremst viel Loot auch nebenbei holen, den wir jetzt auch gemeinsam noch öffnen werden. Und darüber hinaus haben wir auch bei dem Team Extreme Event einen neuen Meilenstein erreicht. Da möchte man natürlich auch nochmal ganz kurz drauf zu sprechen kommen. Ganz kurz, ich wollte euch ja zeigen, was ich da bei der Ziehung Geiles drinne hatte. Das will ich euch natürlich zeigen, und zwar, endlich war es soweit, ich habe Jinder Mahal, den Modern Day Maharaja, gezogen. Ich habe mich, klar, es ist so ein Typ, freut sich nicht unbedingt, wenn der um die Ecke kommt, aber er ist so wichtig für mich. Er ist halt der Trainer, der mehr Fallenjuwelen erzeugt, was für meinen Undertaker, Phenom, Deadman so wichtig ist, und deshalb freue ich, dass ich endlich Jinder Mahal habe und werde ihn dann auch, wirklich binnen kürzester Zeit hochziehen.
Hat mich dann auch zu der Überlegung geführt, ich habe ja mit den Rated R Coins, habe ich euch ja gesagt, eventuell überlegt, vielleicht das zu versuchen, die 190 anzupeilen für den 3 Sterne Silber plus Ausrüstung, halt der Edge. Habe dann jetzt gesagt, nein, mache ich nicht. Mir fehlen noch 3 Coins. Ich hätte es schon haben können, aber ich bin selber schuld. Wir hatten ja das letzte hier Coin Evolution Event gehabt. Und da habe ich mir dann eigentlich gedacht, komm, da holst du dir wenigstens deine fehlenden Coins. Ich hab's vergessen. Ich hab's den Abend dann einfach vergessen und da sind mir halt diese Rated R Coins durch die Lappen gegangen. Im Nachhinein habe ich mir aber gesagt, Mensch, vielleicht gar nicht so schlimm, Christian. Vielleicht schaffen wir im Team noch den letzten Meilenstein und ansonsten hole ich mir beim nächsten Coin Evolution Event die nächsten 3 Coins. Und bis dahin sage ich tatsächlich, dadurch, dass ich Edge dann auf 4 Sterne bereits habe, brauche ich da ja keine Marken mehr einsetzen. Und deshalb die Marken will ich mir komplett für Jinder aufheben. Ich will Jinder hochziehen, wirklich auf einen Talentwert von 5000, dass ich da endlich, meine beiden Undertakers ordentlich spielen kann. Und deshalb sage ich mir, komm, ich gehe nicht auf die 190, klar wäre es cool, und gehe dann lieber schon in den Sparmodus über, gerade was Poster angeht. Ich habe halt dieses aktuelle TP-Week-Event dort nicht gemacht. War vollkommen okay, ich spare mir die Poster lieber fürs nächste Event, fürs nächste Talent-Up-Event nach diesem Event. Ich habe mein Ziel dann erreicht mit Edge auf 4 Sterne. Von daher alles gut, Leute. So, was will ich jetzt mit euch machen? Wir wollen ein bisschen Loot machen. Lasst euch von dieser Zahl jetzt hier nicht täuschen. Wir haben durch diese Einflusspunkte, Taschen, wenn man sie so nennen darf, sehr viele. Hier 515 und der Rest ist dann halt oben bloß noch 40. So, du darfst auch aufgehen. June Bloom Influence Points Bags. Okay, ich habe davon schon ein paar geöffnet. Ich glaube so an die 150 oder so. Weil ich gucken wollte, ob dort wirklich nur das Minimum 5 drin ist. Und dem ist nicht so. Man hat öfters auch mal, also sehr oft 10 drin. Und aber auch manchmal 20, 25 waren es glaube ich gewesen. Ziemlich cool. Wir haben 515 Taschen mal 5 sind 2500, sind 2550, 2575. Was wir Minimum hier rausholen können. Und Leute, wir gucken mal, ob wir dann doch vielleicht ein bisschen mehr ziehen. Ja, 5000, also das Doppelte rausgeholt. Das ist natürlich richtig geil. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht mit gerechnet, dass es so viel wird, um ehrlich zu sein. Weil wenn ich mir jetzt hier natürlich mal das Turnier angucke, haben wir 2 Meilensteine. Da haben wir dann 500 von diesen Dingern. Aber ja, das Ding ist bis 10.000. Da hättest du dann 600... Dann der nächste Meilenstein ist bei... Aber man könnte auf eine Charlotte gehen. Man könnte auf eine Charlotte gehen. Ihr seht, mir fehlen 2300 von diesen Punkten. Ne? Das bedeutet 5 mal. 5 mal ungefähr den Höllengauntlet spielen. 5 mal, das sind 25.000 Gauntlet-Blitz-Tickets, die du dafür brauchst. Ich habe nicht mehr so viel. Du bräuchtest 25.000 Leute, jetzt muss ich hier rechnen, weil die Situation ist jetzt hier wirklich gerade dann doch ein bisschen eine andere. Ich bräuchte 25.000, ich habe so viel gezockt, Gauntlet-Blitz ist echt der Wahnsinn. Fehlen mir quasi so um die 23.000 Gauntlet-Blitz Tickets, um vielleicht auf eine Charlotte zu gehen. Da könnte man wirklich mal überlegen. Jetzt will ich natürlich mal gucken, bei dem Shop, was ich da jetzt schon gemacht habe mit den Gauntlet-Blitz, siehst du, die kann ich mir nicht mehr holen. Hier 5 mal das sind 15.000 und 10 mal das, ja, wären 10.000. Naja, aber 5 mal das sind hier 250.000 Ringtard-Coins, das muss man natürlich auch mal sagen. Was habe ich gesagt, wie viel brauche ich? 25.000, mir fehlen 23.000. Dann müsste ich mir das 5 mal holen, sind 250.000. Dann habe ich 15.000, dann fehlen noch 8, müsste ich mir das noch 8 mal holen. Da wären das dann 80.000. Boah, das wird teuer. So viel Ringtard-Coins habe ich dann doch auch nicht. Aber Leute, ich habe mir eigentlich so gedacht für das Video, ich werde mir Rikishi mit euch holen. Ich werde noch ein bisschen Gauntlet-Blitz zocken. Geht man auf eine Charlotte, das wäre schon cool, sie zu haben. Leute, lassen wir uns überraschen. Ich muss das auch erstmal auf mich jetzt zukommen lassen hier. Ich nehme das Video jetzt zwar Samstag auf. Gucke ich mal, wie ich das Wochenende mich da noch verhalte. Um da eventuell vielleicht doch auf eine Charlotte zu gehen. Ah!
Aber Leute, nichtsdestotrotz, wir haben hier auch noch nebenbei so ein bisschen Loot zu öffnen, das, was auch alles durch das June Bloom Event gekommen ist. Die Diamanten und die Headliner habe ich schon geöffnet gehabt, Leute, das dürft ihr mir nicht übel nehmen. So, Sonnenbrillen immer her damit und Fingerhanteln vor allem. Sind ja jetzt beim Stinger alle weggegangen. Hier bitte eine einzige Boa, bitte. Das wäre richtig nett. Hä? 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 Du ahnst es nicht, ne? Mir fehlt nämlich noch eine Boa für The Rock. Wo ich mich jetzt allerdings nicht mehr stresse, weil das erst zum nächsten Talent-Up-Event dann passieren soll. Von daher alles in Ordnung, Leute. So, was haben wir hier noch gekriegt? Noch ein paar Poster, das ist natürlich sehr schön, nehme ich natürlich sehr gerne mit. The Rock Splitter sind halt das, worüber ich mich so derweil immer sehr freue. Oh, hier schön, hier zwei Poster. Ey, ohne Scheiß, ey, gerade wenn du jetzt bei den Events immer so viel brauchst von diesen beschissenen Postern, das ist echt einfach der Wahnsinn. So. Dann guck mal hier nochmal rein. Ah, Gauntlet-Blitz-Tickets. Ah, wir bräuchten davon so ein paar mehr. Das ist echt krass, Leute. Aber wie gesagt, ich rechne mir das alles nochmal durch und gucke nochmal. So, ihr seht hier von dem letzten Meilenstein haben wir hier auch wieder noch einen Tresor und zwei Liter-Bags. Wir gucken erstmal hier rein. 3 Sterne, 4 bis 6 Gegenstände. Vielleicht ist hier eine Boa drin. Ich habe immer noch die Hoffnung. John Cena Schweißbänder, ein Ohrschutz, ein Paul Heyman Telefon und ein Bleigurt. Statt ein Ohrschutz oder so oder dem Bleigurt hättest du mir auch das andere geben können. Ja, diese Koffer, ich bin ganz ehrlich, Leute, von denen halte ich nichts. Weil ich hier noch nie was Gutes gezogen habe. Allerdings sage ich, wir haben jetzt hier 12 Stück. Vielleicht ist in eben was Cooles drin. Wir hätten auch hier die Chance auf eine Boa. Hier kann halt wirklich von 2 Sterne bis 4 Sterne alles Mögliche dabei sein. Selbst 4 Sterne Goldmarken. Wir haben ganze 12 Gegenstände. Leute, wir gucken mal rein. Lass uns wirklich einfach überraschen. 8 verschiedene Sachen. Wir gucken. Okay, die Fingerhanteln, sehr gut, eine Bobby the Brain Heenan Jacke, 3 Sterne Goldmarken, bin ich eigentlich ziemlich gut aufgestellt, außer bei den Trickstern und da brauche ich sie jetzt de facto für Jinder Mahal deshalb mitgenommen. Wir kriegen den Ellbogenschutz, Shawn Michaels Mütze, Glitzerrobe, Sonnenbrille, Flügelschuhe und eine Bret Hart Brille. Keine Boa, wollen sie uns nicht gönnen, aber Leute, die wird auf kurz oder lang zum nächsten... zur nächsten täglichen Showboard-Tour definitiv drin sein. Leute, wir gucken jetzt einfach mal hier drin. Hier 5 Gegenstände. Ich liebe diese Taschen, ne? Wir gucken, ne? Könnte natürlich auch hier unsere Chance für unsere 3 Sterne Silber, eine 4 Sterne Goldmarke oder 4 Sterne Silber, nehmen wir alles mit. Bitte jetzt nicht hier einfach nur so 50 Diamanten oder 50 Headliner-Chips geben. Leute, wir gucken mal rein. 5 verschiedene Sachen. Okay. Oh, 4 Sterne Silbermarke. Ah, ekelhaft, ekelhaft. Aber wir haben noch eine Chance auf unsere Boas. Leute, wir gucken mal. 2 Stück. Eine Sache. Mann, 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 Mann. Ach so, ich habe nicht auf alle öffnen gedrückt. Okay. Oh, heute ist Bleigurt-Tag. Alles für die Powerhouses. Wo ist denn die 4 Sterne Silber, die will er uns jetzt nicht hier zeigen. Da sage ich ganz ehrlich, eine Wrestling-Matte würde ich mich sehr drüber freuen. Aber ich sag mal, bevor wir die öffnen, gehen wir erstmal dann in den Tresor nachher, weil da ist ja auch noch so ein bisschen Schlüssel drin. Aber erstmal die Liter-Tasche. 2 Stück. Ich sage wirklich, ein paar schöne Splitter für Liter. Nimm ich gerne mit. Immer her damit. 2 Stück. Wir gucken. Eine verschiedene Sache. Das sind wieder eine Tasche A25. Liter-Splitter mitgenommen. Wird auf jeden Fall fürs nächste Talent-Up-Event genutzt, Leute. So, Tresor, immer wieder eine heiße Kiste, ein Gegenstand, TP, immer her damit, ich nehme auch eine 4 Sterne Goldmarke, ich nehme auch die Millionen Coins, aber bitte nicht die Diamanten. Letztens hatten wir Diamanten einmal gehabt bei unseren 2 Tresoren, Leute, wir gucken. Yep. Oh mein Gott, kriegen schon wieder die Diamanten hier, du ahnst es nicht, aber wir werden unseren Weg trotzdem gehen. Jetzt gehen wir hier mal rein und jetzt gib uns eine Wrestling-Matte. Eieieiei. Kettlebells ist wirklich das, was ich so in letzter Zeit um die Ohren gepfeffert kriege. Genauso wie Slammies ist zurzeit mal wieder so eine Zeit. Slammies, wie viel habe ich denn da jetzt mit? Es müsste auch schon wieder 10 sein, oder? 13 Stück, also da ist wirklich so viel Slammies so, auch so hintereinander jetzt gekommen. Und Kettlebells genau dasselbe. Auch 12 Stück. Wahnsinn. Nimmt man mit, auf jeden Fall. Meckern auf hohem Niveau, auf jeden Fall, würde ich sagen. Die Wrestling-Matte, die fehlende... Die wird, ja,
irgendwann auf kurz oder lang schon mitkommen. Man konnte ja jetzt so vor ein paar Tagen sich zwei holen, immer jeweils für, ich glaube, 11 Euro oder so. Ich habe es nicht gemacht. Also habe mir gesagt, okay, das wird irgendwann schon rumkommen mit den Diamantenziehungen und was weiß denn ich nicht alles. Können wir hier vielleicht sogar eine Ziehung machen? Ach, gucke, können wir sogar. Wir können immer Headliner-Chips noch öffnen. Das machen wir einfach mal. So viel Zeit muss sein. Und wir kriegen eine Bret Hart-Brille. Okidoki. Und dann gucken wir mal bei den Diamanten. Vielleicht mal wieder eine 4-Sterne-Goldmarke. Schon lange her. Aber ich nehme natürlich auch sehr gerne eine Wrestling-Matte. Lassen wir uns überraschen. Oh, eine 4-Sterne-Goldmarke. Für die Akrobaten haben wir ja die 3 Stück schon gehabt für AJ. Aber hey, nehmen wir mit. Nehmen wir sowas von mit. Wieder mal eine 4-Sterne-Goldmarke. Richtig cool. Ja. Ansonsten, ich wollte halt mit euch über das June Bloom Event halt reden. Sag ganz ehrlich, ich gucke hier noch, wie ich es mache. Mir fehlen halt, ja, gute knapp 3000 Punkte. Das ist eine Hausnummer, um dann eventuell zu sagen, alles klar, hätte ich dann 600 oder hätte ich dann 500? Vielleicht verrechne ich mich jetzt hier auch gerade so komplett wie ein Eumel. Ja, ich habe 500, da hätte ich dann 600. Hättest du 600? Das ist richtig, ne? Hättest du 600 und dann könntest du dir hier tatsächlich die gute Charlotte holen. Und nochmal, hier eine Ziehung will ich halt einfach nicht machen. Das muss halt auch irgendwie anders gehen. Ja, so eine Charlotte würde ich schon gerne nehmen, ne? Würde ich schon richtig gerne mitnehmen. Dann sieht es bei den Diven bei uns nämlich richtig gut aus. Mit Paige, mit Lita. Und wenn dann noch Charlotte wäre, lassen wir uns überraschen. Lassen wir uns überraschen, dann würde ich Rikishi wirklich nämlich liegen lassen, ne? Und dann doch lieber auf Charlotte zurückgreifen. Ich lasse es euch im nächsten Video auf jeden Fall wissen, wie meine Entscheidung denn so ausgegangen ist. Gut, Leute, soll es gewesen sein. Einiges trotzdem passiert, loot-technisch kannst du nicht meckern. Der Creme de la Creme, was jetzt so passiert ist, wirklich. Jinder Mahal ist endlich da. Mein Trainer für die Fallenjuwelen. Endlich ist es mal passiert und der wird auch hochgezogen jetzt. Weil der Undertaker ist mein bester Superstar und ich habe es immer ohne Jinder gespielt. Was auch geht. Leute, müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Aber ich würde es natürlich auch gerne dann mit mehr Fallenjuwelen mal angehen. Gut, Leute, soll's gewesen sein. Ich hoffe, ihr konntet bei dem June Bloom Event auch einiges reißen. Schreibt's auf jeden Fall in die Kommentare. Ich drücke euch die Daumen, dass ihr das erreicht habt, was ihr erreichen wolltet. Und würde einfach sagen, wir sehen uns in der nächsten Ausgabe. Und bis dahin würde ich einfach mal sagen, Keep on Wrestling!